Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit dem Filmproduzenten Dr. John David Seidler über seine Dokumentation Das Wunder von Taipeh. Wie Dr. Seidler im ersten Teil erklärt hat, geht es hier um ein internationales Fußballturnier für Frauen in Taiwan aus dem Jahr 1981. Eine Art inoffizielle Frauenfußball-Weltmeisterschaft, an der die legendäre Frauenmannschaft SSG 09 Bergisch Gladbach teilnahm, weil, man glaubt es nicht, es damals noch keine deutsche Frauenfußballnationalmannschaft gab. Nun wollte ich auch wissen, was Dr. Seidler basierend auf seinem Kontakt mit den Spielerinnen glaubt. Ob die damaligen Spielerinnen aufgrund der damaligen Behandlung durch den DFB verbittert sind oder eher stolz über das Geleistete. Also sie sind sehr stolz darauf, das denke ich schon. Es gäbe allerhand Grund zur Verbitterung, insbesondere wenn man bedenkt, dass sie eigentlich bis heute vom DFB nicht die Würdigung erhalten haben, die sie verdient haben. Aber da ist keine Verbitterung, würde ich sagen, sondern da ist rückblickend eigentlich Freude und Dankbarkeit über das, was man gehabt hat. Also in dem Sinne, was Sport macht man ja auch aus Freude, und die hatten einfach eine wunderbare Zeit oder großen Spaß und große Erfolge und ein großes Mannschaftsgefühl, und das gibt einem was fürs Leben. Und ich glaube, diese Kämpfe um Anerkennung, um Respekt und um Gerechtigkeit einfach, die gehören natürlich auch dazu, aber ich hatte so das Gefühl, die haben den vielleicht auch sogar, so davon konnten sie was mitnehmen fürs Leben und blicken da jetzt keinesfalls verbittert zurück, sondern die wissen schon, was sie geschafft haben. Und sie haben sich im Gegenteil jetzt nochmal gefreut, unverhofft, als in Deutschland der Film veröffentlicht wurde, was da passiert ist. Also es war wirklich so, dass wir vor der Uraufführung bei einem Festival in Deutschland, bei den Hofer Filmtagen, saß ich mit den Spielerinnen in einem Lokal, bevor wir dann ins Kino rübergingen, und eine sagte zu mir, also ne, großes Festival, viele Menschen und so, aber du glaubst doch nicht, da kommt doch jetzt keiner, das interessiert doch keinen, da interessiert sich doch keiner für. Also war wirklich so die Idee, nee, das kann doch nicht sein. Und unsere Geschichte, nee, da interessiert sich keiner für. Und dann sind wir zur Premiere, die war auf den letzten Platz ausverkauft. Und als der Film vorbei war, also hatten die Tränen, also war der Saal erst still, und die Menschen hatten noch Tränen in den Augen und sind dann, da ist ein Applaus ausgebrochen, also wirklich besonderer Art, und es gab Standing Ovations und wahnsinnig viel Anerkennung. Und ich glaube, da ist sozusagen nochmal vielleicht auch für die Spielerin was passiert. Ja. Aber weil durch, und das war nur die erste von vielen Aufführungen, die wir bis Corona hatten, weil da gab es nochmal Anerkennung und Respekt, und da haben sich die Menschen einfach aufrichtig sehr, sehr, sehr dafür interessiert. Auch wenn es quasi 40 Jahre zu spät war sozusagen, aber es ist noch passiert, es ist noch passiert. Ist man sich hier in Taipeh bewusst darüber, was das für eine, also ich denke mal schon, es war eine sehr wichtige Aktion für den deutschen Frauenfußball. Ist man sich in Taipeh dessen bewusst? Nein, also ganz sicher nicht. Man wird auch damals das kaum so mitbekommen haben, glaube ich. Also klar, damals gar die transnationale Kommunikation ja auch noch eine andere und der Blick ein anderer. Man hat die deutsche Mannschaft schon noch weiter verfolgen können in Taiwan, weil sie auch noch mal kam, noch zweimal danach, 84 und 87 haben sie noch mal gespielt in Taiwan. Aber sozusagen die historische Dimension und sozusagen wie Taiwan eigentlich beteiligt war und wie Taiwan, sagen wir mal, die Emanzipation im deutschen Frauenfußball ermöglicht hat. Ich glaube, das ist völlig unbekannt in Taiwan. Na, wäre schön, wenn man Ihnen das ein bisschen, oder wenn Ihnen das ein bisschen bewusst wäre. Absolut, absolut. Und also ne, es gibt da ja auch so, also diese wunderbare Parallele, so habe ich es durchaus empfunden, und ich hätte bei den Dreharbeiten dann auch in Taiwan, beim Filmmachen, also A,
Team Mulan, die Gegner waren von Deutschland. Also Mulan ist ja als Legende, hat ja auch was davon. Also, ne, es ist also in dem Fall war es das Mädchen, das sich als Mann tarnte und in den Krieg zog, in die siegreiche Schlacht. Das hat auch schon ein bisschen was davon. Und dann Taiwan als das Land, das international weitestgehend isoliert ist und eben auch nicht diese Anerkennung bekommt und irgendwie nicht richtig sein darf. Und dann reicht Taiwan, dieses Land reicht dann quasi den Frauen die Hand oder gibt eine Plattform für das, was sie nicht sein dürfen und nicht sein sollen. Also das hatte durchaus für mich in einem tieferen, sehr tiefen Sinn sehr gut zusammengepasst auch. Ich glaube auch deswegen wäre es vielleicht ganz schön, wenn Taiwan wüsste, was passiert ist eigentlich. Vielleicht kann man, wenn die Pandemie vorbei ist, da noch ein bisschen was machen in der Richtung. Das Zeigen ihrer Dokumentation wurde ja unterbrochen dann durch die Pandemie. Das heißt, es ist jetzt schwierig, die noch im Kino zu sehen und so weiter. Wo kann man sie jetzt in Deutschland noch sehen? Es ist jetzt tatsächlich vereinzelt noch auf Festivals gerade. Ich glaube, letzte Woche lief es noch mal auf einem Filmfestival hier. Und ansonsten im Streaming, ne? Also man kann das über die üblichen großen kommerziellen Streaming-Plattformen kann man das als Stream erwerben. Ansonsten gibt es genau, es gibt die DVD und ja, also der große, der Kino-Run ist quasi durch. Das ne, ist klar, das wird nicht richtig wieder neu aufgelegt, weil es natürlich einen riesen Produktionsstau gibt an Kinofilmen, die jetzt gefühlt ein Jahr lang darauf gewartet haben, dass sie rauskommen können. So, das ist eben für die Branche nochmal ein ganz anderes Problem. Ja, aber also es ist durchaus noch weiterhin zu sehen. Und was sind Ihre eigenen Pläne aktuell oder was ist Ihr nächstes Projekt? Ich darf nicht zu viel verraten, aber es hat schönerweise auch mit Frauen und Fußball zu tun. Ja. Jetzt haben Sie Feuer gefangen sozusagen. Ja, also es war jetzt mein vierter oder fünfter Fußballfilm ohnehin. Okay. Und ich schwanke zwischen sozusagen meiner eigenen Emanzipation von diesem Genre und dem treu zu bleiben. Und so wie es gerade aussieht, bleibe ich dem treu. Und können Sie sich vorstellen, dass noch irgendwas mit Taiwan geplant ist? Nicht unbedingt eine Dokumentation, aber dass Sie nochmal hierher kommen, um hier irgendwas in dem Rahmen nochmal zu machen? Unbedingt, unbedingt. Also am schönsten wäre es jetzt erstmal, möglichst zeitnah nach der Pandemie den Film mal in Taiwan vorzustellen. So, ne? Und der ist chinesisch übersetzt und untertitelt auch und in 8 oder 9 Sprachen der Welt ohnehin. Und der sollte mal gesehen werden. Ne? Das kann irgendwie nicht sein. Das hatte ich mir auch immer anders vorgestellt. So, ne? Dass der muss einfach mal. Dazu ist irgendwie die Verbindung zum Land Taiwan, dieser Geschichte und dieses Films zu innig, als dass es jetzt vorbeiläuft. So, das müssen wir nochmal nachholen. Das wäre das Nächste. So, und ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich privat unbedingt nochmal nach Taiwan möchte, weil ich irgendwie, die Drehphase war so eine tolle und intensive Zeit. Und ich zum ersten Mal in der chinesischen Welt persönlich sowieso und war ganz begeistert. Und ja, werde also so oder so auch nochmal vorbeikommen. Ja, da würde ich mich freuen, wenn ich Sie dann persönlich treffen könnte. Und ja, sehr gerne. Und dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall für Ihr nächstes Projekt oder was gerade läuft, dann alles Gute und viel Erfolg und dass es dann ohne Pandemiestörungen erfolgreich wird. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, und die Freiheit von Pandemiestörungen wünsche ich uns allen, also Ihnen auch. Ja. Kommen Sie gut durch die aktuelle Situation. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich postpandemisch dann in Zukunft. Ich würde mich freuen. Dankeschön. Vor Ort. Ja, sehr gerne. Soweit mein Gespräch mit Dr. Seidler, Produzent der Dokumentation Das Wunder von Taipeh. Auf unserer Webseite finden Sie natürlich einen Link zum Trailer. Und für diejenigen, die an der ganzen Doku interessiert sind und in Taiwan leben, gibt es auch einen Link zum Goethe-Institut, die diese Doku auf DVD zur Verfügung hat. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.